Hallo und willkommen zu meinem neuen Unboxing-Video. Heute schauen wir uns mal die Doom Collector's Edition an. Hier in der AT-Version, was aber an sich keinen Unterschied macht, denn die deutsche USK-Version ist ebenfalls komplett ungeschnitten. So, schauen wir uns mal an, was drin ist. Exklusive 30 cm hohe Statue auf einem beleuchteten LED-Fuß mit einer sich langsam drehenden Turbine. Exklusive Metallbox, Doom PS4-Version und Doom Multiplayer-Pack. So. Dann wollen wir mal. Einmal den Schuber weg. Dann ist hier noch der Umkarton. Ah, hier ist dann die Anleitung, wie man die Batterien in die Figur reinsteckt. Hier ist dann das schicke Doom Steelbook. Hat hier vorne drauf eine Reliefprägung. Wollen wir mal reinschauen. Hier ist dann eigentlich im genau gleichen Layout wie von Wolfenstein auch eine rote Disc. Finde ich eigentlich ganz schick. Hier ist dann noch der Dämon. Kleines Heft. Werbung zu Dishonored 2. Und hier ist dann das Demon Multiplayer Pack. Code ist auf der Rückseite. So, dann schauen wir mal weiter. Sorry fürs Quietschen vom Styropor, aber kann ich nicht ändern. Dann das gute Stück. Finde ich sehr detailliert, super verarbeitet. Also ist wirklich sehr hochwertig. Ich hatte jetzt schon eigentlich ein bisschen so gedacht bei Bethesda, weil bei die Fallout 4 Pip-Boy Edition fand ich jetzt nicht so hochwertig, aber hier ist eigentlich recht super verarbeitet. Ist auch wieder sehr groß, klar 30 cm. Batterien für die LED-Funktion und das Drehen der Turbine sind auch mitgeliefert. Ich werde jetzt mal kurz offscreen die Batterien einfügen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Batterien sind jetzt drin. Ich hatte kurz etwas mit der Schraube vom Batteriefach zu kämpfen, deswegen war es gut, dass wir es offscreen gemacht haben. Das ist hier dann jetzt also die LED-Funktion. Der Dämon wird von unten auch angeleuchtet. Man sieht auch schön, wie sich die Turbine dreht. Die muss allerdings wirklich auf einer ebenen Oberfläche stehen, weil wenn es halt uneben ist, dann dreht sich die Turbine nicht mehr so richtig. Aber ja, ist ja auch logisch. Ich finde es eigentlich ein ziemlich cooles Feature. Hier hinten ist dann der On-Off-Schalter. Auch noch versteckt über so eine kleine Ablende. So, ist dann aus. An. Ja, das war's dann auch schon mit der Doom Collector's Edition. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.